Wie groß ist eigentlich ein durchschnittlicher Penis? Diese Frage scheint zumindest mir so alt zu sein wie die Menschheit selber, vielleicht die männliche Hälfte der Menschheit selber, denn das stand, glaube ich, immer schon im Mittelpunkt des männlichen Interesses. In der Renaissance gab es eine Zeit, in der der Penis ganz besonders wichtig war, denn nicht nur für das Liebemachen, sondern auch für den sozialen Aufstieg. Die Männer trugen ihre Penisse eine ganze Weile sichtbar außen am Körper, nicht nackt. Das gab ein besonderes Futteral, so ein langes Mützchen für den Penis, das auch gerne mal etwas länger sein durfte als der Penis selber, und haben damit nochmal besonders auf ihre Männlichkeit hingewiesen. Und ich habe tatsächlich auch mal gelesen, dass Männer in dieser Zeit mit einem großen Penis gesellschaftlich aufsteigen konnten. Also ich meine, das wäre doch mal was für unsere Gesellschaft heute, oder? Dann sind es nicht nur die Verbindungen, die man hat, um aufzusteigen und das Können, sondern es ist die Penisgröße. Je größer ein Penis, desto mächtiger ein Mann. Wobei ich da jetzt natürlich Bilder im Kopf habe und an den mächtigsten Mann der Welt denke und mich frage, wie groß ist wohl dessen Penis? Wir werden es vermutlich nicht herausfinden, ist er denn eine Frau packt aus. Fragen können wir ihn nicht. In der Sexualität wird so viel gelogen wie sonst nirgendwo, gelogen, dass sich die Balken biegen, und wir werden da wahrscheinlich auch keine ehrliche Antwort bekommen. Also heute geht das mit der Penisgröße nicht, mit dem sozialen Aufstieg, aber wer weiß, wo das noch alles hinführt hier mit uns. Also zurück zum Penis. Der Penis ist ja letztendlich, könnte man sagen, ein Körperteil wie jeder andere. Er ist sogar klein im Vergleich zu anderen Körperteilen, also im Vergleich zum Arm oder zum Bein oder zum Rumpf, auch im Vergleich zum Kopf. Wobei es natürlich schon besonders große Exemplare gibt, und vielleicht gibt es da auch mal einen, der größer ist als ein Kopf, zumindest in der Länge. In der Dicke wird es dann schon schwierig, und selbst wenn, dann wäre das sehr unpraktisch. Wie komme ich da drauf mit der Größe? Ja, weil es immer heißt, größer sei besser, aber das stimmt gar nicht. Der Penis lässt sich ganz wunderbar ausmessen, und weil das einfach auch so wunderbar geht, immerhin hängt er ja, jetzt muss ich gar nicht runtergucken, weil ich ja keinen Penis habe, er hängt am Körper und er ist sichtbar, und wir messen ja einfach gerne alles Mögliche aus, wir Menschen. Ich erinnere mich gerade daran, dass ich mal mit meinen Freundinnen während des Studiums angefangen habe, auch zu messen. Nein, wir haben nicht unsere Vagina ausgemessen. Das wird auch etwas schwierig, weil die Frage ist, wo fängt man denn da an? Nimmt man einen Zollstock und steckt den rein und guckt, wie tief der geht, und wo ist dann das Ende? Es ist ja auch elastisch, so ein... Man kann das machen, aber Frauen messen ihre Vaginas in der Regel tatsächlich nicht aus. Männer ihre Penisse hingegen schon. Also wir haben im Studium jedenfalls ausgemessen Bizeps, Taille, und bei uns war ganz besonders wichtig der Oberschenkel. Je schmaler, desto besser. Beim Penis ist es dann ja eher je größer, desto besser. Aber wie gesagt, das ist nicht unbedingt immer das Optimum. Dieses Messen wird natürlich auch im professionellen Rahmen gemacht. Das heißt, bei bestimmten Arztbesuchen wird der Penis mal ausgemessen oder einfach auch im Rahmen einer Studie. Und nun gibt es eine Studie, und zwar eine Studie, jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken, die David Veal mit seinen Kollegen vom King's College in London getan hat. Und er hat nicht selber gemessen, sondern er hat Studien zusammengefasst, in denen Penisgrößen ausgemessen wurden, und hat da einmal geguckt, wie sieht es denn hier überhaupt aus. Und sie haben tatsächlich 15.500 Jungen oder Männer zwischen 17 und 91 Jahren gefunden, deren Penisse ausgemessen worden sind. Und was haben sie wohl herausgefunden? Jetzt schwirren einem so Zahlen im Kopf herum. Ah, der Penisgröße, Durchschnitt 18 cm, 20 cm, was könnte das denn sein? Und jetzt habe ich hier was ganz Besonderes. Das hier ist mein Handy. Und jetzt halte ich fest, die durchschnittliche Penisgröße beträgt genau so viel. Das habe ich ausgemessen. Und zwar sind es im irrigierten Zustand 13,12 cm. Keine 15, keine 18, keine 20. 13,12 cm. Und im schlaffen Zustand 9,16 cm. Das ist dann nochmal so ein Stückchen weniger. Den schlaffen Penis kann man übrigens schön langziehen. Dann kommt man auch ungefähr auf die Länge des irrigierten Penises. Aber wenn der Penis voll irrigiert ist, dann ist Schluss. Dann, mehr geht nicht. Dann ist das Ding aufgeladen bis zum letzten Gewebe, bis zum letzten Schwellkörper, und da haben wir das Ende der Fahnenstange herausgefunden.
Der Umfang beträgt übrigens im schlaffen Zustand 9,31 cm und im irrigierten 11,66 cm. Jetzt ist noch ganz kurz die Frage, wie misst man denn jetzt ganz genau die Penisgröße? Nicht unten am Penis, sondern oben. Und zwar da, wo der Penis aus dem Körper herauskommt, wenn das hier der Bauch ist, dann wird das Zentimetermaß hier angesetzt und wird bis zur Spitze gezogen. Und es macht übrigens Sinn, auch tatsächlich einen Zollstock zu nehmen und kein flexibles Maßband, denn das flexible Maßband passt sich nochmal an eventuelle Krümmungen an und könnte das Ergebnis um Millimeter verfälschen. Also einen Zollstock nehmen, am Bauch ansetzen, da wo der Penis aus dem Bauch herauskommt und dann bis zur Spitze und das einmal notieren. Der Umfang, nicht zu verwechseln mit dem Durchmesser übrigens. Der Umfang wird berechnet, wenn man ein flexibles Zentimetermaß nimmt und es um den Penis herumlegt. Oder man kann auch einen Faden nehmen, um den Penis herumlegen, und zwar auch wieder an der Peniswurzel. Und dann den Faden an einen Zollstock legen und dann herausfinden, wie der Umfang ist. Ich habe den Eindruck, dass der Durchmesser einfacher ist zu verstehen, und da muss ich einmal ganz kurz nachgucken, weil man den natürlich auch so ausmessen kann, aber da muss man ein bisschen rechnen. Da nimmt man dann den Umfang, wenn der zum Beispiel 12 cm beträgt, und rechnet dann 12 durch 3,141, das ist die Zahl Pi. Die wichtige Zahl Pi, um aus einem Umfang einen Durchmesser zu berechnen. Also du rechnest 12 durch 3,141 und das Ergebnis ist dann der Durchmesser. In diesem Fall wären es 3,8 cm. Du kannst es ja mal nachrechnen, dann weißt du, ob du richtig gerechnet hast. Was ja so spannend ist, das sind diese 13,12 cm im Durchschnitt. Also das hier. Ne? Jetzt gucken wir mal, das ist so. Wie lang ist das? Einmal die Hand rumgelegt. Es ist auf jeden Fall tatsächlich nicht so lang, wie viele Menschen denken. Viele denken, habe ich ja schon gesagt, ne? Durchschnitt. Die Länge beträgt irgendwie 18 cm oder so und ich habe nur 12 und das ist ja viel zu wenig. Aber mit diesen 12 bist du nur ganz knapp unter dem Durchschnitt. Durchschnitt bedeutet ja auch, dass das die Mitte ist. Es gibt also genauso viele Penisse, die größer sind, wie die, die kleiner sind. Und das sollte man einfach nicht vergessen. Die Franzosen lagen in dieser Studie übrigens weit vorne. Naja, weit weiß ich nicht, aber sie lagen vorne. Da fanden die Forscher die längsten Penisse. Das heißt übrigens Penis im korrekten Plural, aber wenn ich das sage, weiß immer keiner, was ich meine. Also Penisse. Also die Franzosen hatten im Durchschnitt den größten Penis. Und es könnte natürlich sein, dass es daran liegt, dass die Franzosen eine besonders große Anzahl an afrikanischen männlichen Mitbürgern haben. Und denen wird ja nachgesagt, dass sie besonders große Exemplare vorweisen können. Ob das so ist, ich weiß es nicht. Ich gehe auch mal davon aus, dass Afrika ein riesig großer Kontinent ist mit wahnsinnig vielen verschiedenen Menschen und es hier auch einfach alle Größen gibt, von ganz klein bis zu ganz groß. Jetzt stellt sich ja immer die Frage mit der Penisgröße. Der Mann ist eher unzufrieden. Und ich muss auch noch mal ganz kurz hier in meine Notizen gucken, denn bei Männern sind tatsächlich ungefähr 45% unzufrieden mit der Penisgröße. Hier gab es eine Online-Befragung unter 55.000 Männern. Aber nur 15% der Frauen, also jede fünfte, noch weniger als jede fünfte Frau, ist mit der Penisgröße ihres Mannes unzufrieden. Oder ihres Partners. Und falls du jetzt denkst, dass deine Frau auch unzufrieden ist, dann will ich dich da ein bisschen beruhigen. Denn die Penisgröße steht tatsächlich erst an sechster Stelle bei Frauen. Davor kommen das allgemeine Erscheinungsbild eines Penises, das Schamhaar, der Umfang, das Aussehen der Haut, das Aussehen der Eichel und das Aussehen der Hoden. An den meisten Sachen hier kannst du nicht viel ändern, außer am Schamhaar. Wenn du also einen riesen Busch vorzuweisen hast und deine Partnerin mag es lieber etwas gekürzt, dann überleg doch mal, ob du vielleicht auf ihre Wünsche eingehst. Und das mit der Haut ist nochmal ganz wichtig, denn das kennst du vielleicht auch. So rasierte Haut, wenn die so ganz viele Pickel hat, sieht nicht so richtig erotisch aus. Männer stören sich daran weniger bei Frauen als Frauen an den Pickeln bei Männern. Da musst du einfach ein bisschen darauf achten, dass du bei der Rasur vorsichtig bist und
deine Haut nicht verletzt und deine Haut gut behandelst.